Ignatius von Loyola. Er lebte in einer Zeit des Umbruchs. Das Mittelalter ging zu Ende, die Neuzeit beginnt. Das alte Weltbild zerfällt. Die Kirche befand sich in der Gefahr einer inneren Auflösung. Schwache Päpste verfügten über wenig Autorität. Alle riefen nach einer Reform der Kirche, aber jeder versuchte sie auf seine Weise. Und in der Reformation sagten sich ganze Länder unter ihren Fürsten von der römischen Führung los. Ignatius war davon überzeugt, dass die Reform der Kirche nur von innen her erfolgen kann, aus einer vertieften Frömmigkeit und Christusbegegnung. Die Idee seiner Ordensgründung war neu. Nicht Abkehr, sondern Hinwendung zur Welt, um sie für Gott zu gewinnen. Die größere Ehre Gottes, für die er alle Mittel, die gut und geeignet sind, einsetzte. Für Ignatius und seinen Orden ist charakteristisch, dass Kontemplation und Aktion keine Gegensätze sind, sondern eine Einheit bilden. Er benutzte alle menschlichen Mittel in einem solchen Vertrauen auf Gott, als hinge alles von Gott allein ab. Und umgekehrt, er sagte auch, so handeln, als ob alles von uns abhinge. Sein ganzes Ideal bestand darin, Christus nachzufolgen, ihm zu dienen und seiner Kirche. Seine Mystik war eine solche des Dienstes für das Heil der Menschen. Ignatius wurde 1491 im Herrschaftshaus der Loyolas geboren, im heutigen Baskenland. Kaum erwachsen, wandte er sich von Ehrgeiz getrieben dem Waffenhandwerk zu. 1521, also vor 500 Jahren, wurde er beim Versuch, die Festung von Pamplona gegen die Franzosen zu verteidigen, schwer verwundet. Während der langen Monate auf dem Krankenbett trat nach und nach eine Wandlung in ihm ein. Der folgende Bericht stammt von Ignatius selbst und er spricht von sich in der Ehrform. Bis zum Alter von 26 Jahren war er den Eitelkeiten der Welt ergeben und hauptsächlich fand er aus einem unbändigen und eitlen Verlangen, sich Ruhm zu erwerben, sein Gefallen an Waffenübungen. Er gehörte damals zur Besatzung einer Zitadelle, welche die Franzosen brannten. Als ihr Beschuss eine gute Zeit lang schon gedauert hatte, traf ihn ein Kanonenschuss an einem Bein und brach es vollständig. Als er sich nach einiger Zeit der Genesung gesund genug fühlte, bat er um einige Bücher, um sich damit die Zeit zu vertreiben. Jedoch fand sich in jenem Haus nichts von seiner üblichen Lektüre. Deshalb gab man ihm ein Leben Christi und eine Sammlung von Heiligenleben in spanischer Sprache. In diesen Büchern las er oftmals und er begeisterte für sich, für das, was er da geschrieben fand. Bei der Lektüre des Lebens unseres Herrn und der Heiligen machte er sich nämlich Gedanken und überlegte bei sich, wie wäre es, wenn ich all das täte, was der heilige Franziskus getan hat oder das, was der heilige Dominikus tat. Solche Überlegungen stellte er über vielerlei an, was ihm gerade gut erschien. Dabei nahm er sich immer schwierige und mühsame Aufgaben vor
und wenn er sich solche vornahm, meinte er, in sich Kraft genug zu finden, um sie auch wirklich durchzuführen. Seine ganze Überlegung bestand darin, dass er zu sich selber sagte, der heilige Dominikus hat dies getan, also muss auch ich es tun. Der heilige Franziskus hat jenes getan, also muss auch ich es tun. Die früheren Gedankengänge gerieten jetzt in Vergessenheit bei diesen heiligen Wünschen, die er in sich trug und die noch durch eine besondere Heimsuchung bestärkt wurden. Das trug sich so zu. Als er einmal während der Nacht wach dalag, sah er klar ein Bild unserer lieben Frau mit dem heiligen Jesuskind. Bei diesem Anblick empfand er für geraume Zeit ganz außerordentlichen Trost. Der Ordensmann und Dichter, Lyriker Andreas Knapp schreibt über Ignatius und aus der Traum: Kein Waffenheld, kein Frauenheld, kein Ritt auf der Kanonenkugel, nur Fieberträume um das zerschmetterte Bein. Wundschmerz weckt dich und bringt dich auf den Geschmack der Wirklichkeit. Hinkend folgst du ihr. Ja, der hinkende Ignatius, Symbol für die Geschichte des Jesuitenordens, eine hinkende Gesellschaft Jesu durch die Jahrhunderte. Wir müssen diesen Vergleich nicht scheuen. Es gibt in der Bibel Jakobus, der mit Gott gerungen hat und gezeichnet war, er hinkte auch ein wenig. Es ist ein Zeichen, wenn Menschen mit Gott ringen. Wenn sie mit Gott ringen um der Menschen willen, dann kann es sein, dass sie verletzt sind. 500 Jahre Ignatius und seine Bekehrung, 500. Geburtstag von Petrus Canisius. 1521 in Nijmegen geboren, wurde er der erste deutsche Jesuit. Er wurde von Ignatius nach Deutschland geschickt zu einer Zeit, als die Lage der katholischen Kirche schier hoffnungslos geworden war. Canisius entfaltet eine vielseitige Tätigkeit, die ihn wiederholt nach den Brennpunkten des politischen und kirchlichen Lebens führte und wird bald das geistige Zentrum der katholischen Reformbewegung. Er wirkt gleicherweise als Lehrer an Hochschulen oder als Prediger auf Domkanzeln. Ohne höhere kirchliche Würde war er zu verschiedenen Malen Vermittler wichtiger Aufträge von Päpsten. 1556 wurde Canisius zum ersten Oberen der oberdeutschen Provinz bestellt. Und Canisius hat natürlich sehr wohl gewusst, was das bedeutet. Und der folgende Bericht aus dem Buch von Pierre Emonet erzählt, worum er sich gekümmert hat. Und ich möchte so als Fußnote noch anmerken, ganz gut, wenn es alle Provinzielle so tun würden wie er. Das Amt des Provinzials verpflichtete Petrus Canisius dazu, die ihm unterstellten Kommunitäten einmal im Jahr zu besuchen. Ob der riesigen Ausdehnung der Provinz hatte er dabei, weite Distanzen zurückzulegen. Das Reisen gestaltete sich aufgrund politischer Unwägbarkeiten als schwierig. Schwere Erkrankungen, heftige Durchfallattacken, die von einer Ruhrinfektion herrührten, und malariabedingte Fieberschübe
die ihm Bettruhe aufnötigten, kamen erschwerend hinzu. Petrus Canisius reiste zu Fuß oder zu Pferd mit wenig Geld in der Tasche. Er vertraute sich auf seinen Reisen ganz der göttlichen Vorsehung an. Immer, wenn er die Reisen unterbrach, erbettelte er sich das Notwendige für das Leben, um sich ein Reittier zu besorgen und die Nacht in einer Herberge verbringen zu können. Als Provinzial achtete er auf die Gesundheit seiner Mitbrüder. Fragen wie: Sind die Wohnverhältnisse angemessen? Sind die klimatischen Bedingungen einer Region der Gesundheit der dort lebenden Mitbrüder zuträglich? Wie ist es um den Speiseplan seiner ihm anvertrauten Mitbrüder bestellt? Solche Fragen trieben ihn um. Sind die Residenzen so ausgestattet, dass die in ihnen lebenden Mitbrüder in Ruhe studieren und beten können? Sind die Wohnverhältnisse dazu angetan, sich positiv auf das seelische Gleichgewicht der dort Lebenden auszuwirken? Haben die Häuser einen Garten? Wie ist es um die Ernährung bestellt? Und wo finde ich einen guten Koch für die Kollegien? Auch diese Fragen bewegten ihn als Letztverantwortlichen. Das Wirken der Jesuiten bezog sich aber nie nur allein auf Deutschland, auf Europa, sondern die Jesuiten entdeckten gleichsam mit Kolumbus und anderen Eroberern dieser Welt die Kontinente. Und die China-Mission ist ein Beispiel, etwa von 1565 bis 1762. Von den christlichen Missionsorden wirkten dort selbst bis zum Jahr 1630 unter der Aufsicht des portugiesischen Patronats ausschließlich die Jesuiten. Von den 920 Missionaren, die in der Zeit von 1552 bis 1800 in China nachweisbar sind, waren über ein Drittel portugiesischer Nationalität. Erst nach Aufhebung des Missionsmonopols für China und Japan konnten neben den Jesuiten auch andere Missionsorden in Ostasien tätig werden. Aber das war eben auch das Problem, weil nämlich die Jesuiten eine bestimmte Idee hatten, wie sie die chinesische Führung, also den Kaiser, für sich gewinnen könnten. Der langwierige Ritenstreit war die Auseinandersetzung um die Erlaubtheit chinesischer Zeremonien, wie sie etwa zur Verehrung der Ahnen oder entsprechend der Lehren des Konfuzius üblich waren, und zu den allgemein anerkannten Bürgerpflichten gehörten. Es ging dabei um die Frage, ob diese Riten religiösen Charakter besäßen oder rein bürgerliche Pflichten seien. Die Inquisition des Heiligen Stuhles wurde mit Anklagen gegen die Jesuiten überlaufen. Man beschuldigte die am Pekinger Hof wirkenden Patres, sie hätten sich in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des mathematischen Tribunals mit der Bestimmung von Glücks- und Unglückstagen im Kalender abgegeben, und dies bedeute die Förderung eines verwerflichen Aberglaubens und sei völlig unzulässig. Beim Lesen der Messe trügen sie gegen alle kirchlichen Vorschriften eine Kopfbedeckung nach der Art des alten chinesischen Gelehrtenbaretts. Und sie lesen die Liturgie und das Brevier nicht in lateinischer, sondern in chinesischer Sprache. Bei der Taufe von Frauen unterließen sie die erforderliche Ölung an den Nasenlöchern, Schultern und an der Brust mit der fadenscheinigen Begründung, dass die Chinesen die Berührung des weiblichen Körpers durch Fremde nicht dulden wollten.
Die Tolerierung des Ahnenkultes, dass nämlich bei den Totenfesten Papierstreifen verbrannt und auf Tischen Fleisch und Wein für die Seelen der Verstorbenen aufgestellt wurden, war zum Hauptgegenstand des Ritenstreites geworden. Während die meisten Jesuiten Zugeständnisse machten, verurteilten China-Missionare anderer Orden dies als Götzendienst und Aberglauben und lehnten die Auffassung der Jesuiten ab, es handele sich um eine bürgerlich-familiäre Pietätsbezeugung. Papst Clemens XI., nur unzureichend und einseitig informiert, entschied sich gegen die Jesuiten. Er ließ 1693 ein Verbot von Tian, Himmel, und Shangdi, höchster Herrscher, als Gottesnamen und untersagte den Christen die Ahnen- und Konfuzius-Verehrung. Damit wurde der Niedergang der China-Mission eingeleitet. Aus deutscher Sicht wäre natürlich hier Pater Adam Schall noch zu nennen, 1591 zu Köln geboren. Er war ein technisches Genie. Durch sein Wissen und sein Geschick gewann er die Gunst sowohl des letzten Ming-Kaisers als auch des ersten Mandschu-Herrschers. In der ganzen Geschichte des chinesischen Reiches war noch nie ein Ausländer so hoch erhoben worden. Pater Schall wurde Mandarin erster Klasse. Durch seine Bemühungen gewann das Christentum an Boden in den höchsten Kreisen, sogar in der kaiserlichen Familie. Dennoch, wir hörten es, der letzte Erfolg blieb dieser Mission versagt. Vielleicht, weil auch der ganze ostasiatische Bereich kulturell so stark geprägt war, dass es hier einfach die Verkündigung des Evangeliums nachweislich schwerer hatte. Und jetzt machen wir einen ganz großen Sprung. Wohin, Herr Professor Wiegand? Nach Deutschland. Bitte? Nach Deutschland. Nach Deutschland? Ja. Nee, ich habe gedacht, erst einmal nach Südamerika. Und Sie erst nach der Gut, dann gehen wir erst nach ja, ich habe jetzt den Flug nach Südamerika gebucht. Ja. Also, Moment. Ja, ja. Ja. Ja, wir kommen in das große Jahrhundert, würde ich immer nennen, des Jesuitenordens, das 17. Jahrhundert, in Europa ja die Zeit des Barock. Im fernen Südamerika haben die Jesuiten, wie der Theaterautor Fritz Hochwelder 1947 geschrieben hat, ein heiliges Experiment begonnen. Während die Spanier und Portugiesen die Indianer, die Indios, obwohl die Kronen beider Länder das nicht wollten, schamlos ausgebeutet haben, haben die Jesuiten versucht, in Paraguay, in der damaligen Provinz Paraguay, des Königreichs der Amerikaner, einen Staat zu errichten, so hat man gesagt, eigentlich war es kein Staat, sondern Gemeinschaften, in dem die Indianer geschützt waren, die sogenannten Reduktionen. 1609 fangen die Jesuiten an, am Paraná, am Rio de la Plata in Uruguay und in Paraguay große Siedlungen einzurichten, in denen nur Indianer des Guarani-Stamms leben dürfen, unter der Obhut von je 2 Patres pro Gemeinschaft von 6.000 bis 7.000 Menschen in einer Kommunität, die urchristliche Züge hat. Später hat man in der Forschung behauptet, Thomas Morus Utopia habe Pate gestanden oder Tommaso Campanellas Civitas Solis, der Sonnenstaat. Wie immer, es ist ein Gemeinwesen, in dem Gemeineigentum tatsächlich überwiegend herrscht. Es gibt auch ein wenig Privateigentum, aber fast alles wird gemeinsam erarbeitet. Die Patres leiten die Indianer an zu selbstständiger Arbeit, zu Handwerken und zu großen Unternehmungen. Die Indianer werden in der Tat daran gewöhnt, systematisch Ackerbau zu treiben, Landwirtschaft zu treiben
und damit ihre Existenzgrundlage selbst zu sichern. Später hat man den Patres der Societas Jesu völlig unsinnigerweise vorgeworfen, sie hätten sich mit diesen sogenannten Reduktionen bereichern wollen, einen Staat errichten wollen, in den sie wie die spanischen und portugiesischen Kolonialisten hemmungslos hätten ausbeuten können. Dem ist, wie ich Ihnen versichern darf, in keiner Weise so. Man hat dann untersucht, wie viel Reichtümer der Orden in diesen Reduktionen angesammelt hat und kam zu keinem Ergebnis. Es war nichts zu finden, was man den Patres wirklich hätte vorwerfen können. Aber sie taten etwas, was den Kolonialisten spanischer und portugiesischer Provenienz überhaupt nicht gefallen hat. Sie verweigerten die Ausbeutung ihrer Schützlinge. Während von portugiesischem Gebiet von Sao Paulo aus die sogenannten Paulisten Sklaveneroberungszüge in das Gebiet der Jesuitenreduktionen unternahmen, um möglichst viele Sklaven zu gewinnen, haben sie sich gewehrt und haben versucht, ihre Schützlinge wirklich vor diesem grausamen Schicksal zu bewahren. Im 18. Jahrhundert hat man dann erreicht, sogenannte Aufklärer, die sich dafür hielten jedenfalls, darunter der portugiesische Minister Pombal, dass man den Jesuiten alle möglichen abenteuerlichen Vorwürfe machte. Sie wurden beschuldigt, ihre Indianer in Wirklichkeit auszubeuten, was leicht zu widerlegen war. Aber man wollte die Indianer, über 100.000 waren es inzwischen, in den Jesuitenreduktionen versklaven und hat erreicht tatsächlich, dass die spanische wie die portugiesische Krone den Jesuiten die Konzession entzogen. Die Patres wurden in beschämender Weise von ihren Schützlingen getrennt, wurden in Ketten nach Europa geschafft. Viele sind unterwegs auf der Fahrt auf dem Meer gestorben, kamen ums Leben. Die Indianer wurden sich selbst überlassen. Angeblich wollte man nur ihr Bestes. Aber noch 150 Jahre, nachdem die Jesuiten vertrieben worden waren, als man die indianischen Nachkommen sozusagen der ursprünglichen Schützlinge befragte, herausgefunden, dass noch immer die Patres der Societas Jesu in bester Erinnerung waren. Im Urwald, würde man europäisch hochnäsig sagen, haben sie prachtvolle Kirchen errichtet. Es hat bis ins 20. Jahrhundert gedauert, bis man die Überreste dieser Kirchen als das geschätzt hat, was sie waren, nämlich Kunstwerke von höchstem Rang. Übrigens waren unter den vielen Jesuiten, die in Paraguay tätig waren, mehr als 120 Deutsche. Eine der ganz großen Leistungen waren neben der kulturellen Förderung der Indianer, neben der wirtschaftlichen Förderung der Indianer, auch, dass ihre Vorliebe für Musik von den Jesuiten Patres sehr gepflegt wurde. Man hat nämlich herausgefunden, dass die Guarani-Indianer außerordentlich an Musik interessiert waren. Und es gab eine reiche, überaus reiche jesuitisch-indianische Musikkultur. Erst vor wenigen Jahrzehnten hat man im Staatsarchiv von Bolivien mehr als 5000 Partituren von Jesuitenmessen gefunden, die für die jesuitischen Reduktionen geschrieben worden waren. Das Gebiet, in dem diese Reduktionen waren, ist nach der Vertreibung der Jesuitenpatres völlig verödet. Im 19. und 20. Jahrhundert ist die Bevölkerungszahl um mehr als 90% zurückgegangen. So viel zu der Kritik an den jesuitischen Reduktionen. Wir hören einen Text, den der italienische große Historiker und Gelehrte Ludovico Muratori über diese Jesuitenreduktion geschrieben hat. Die Erfahrung hat zu erkennen gegeben, dass diese Indianer meistenteils von einem sanftmütigen und freundschaftlichen Geiste sind. Und heutzutage findet man bei den mehresten unter ihnen jene schöne Einfalt, welche in dem Evangelio als den Kindern eigen angepriesen wird. Die zeitliche Glückseligkeit, so die christgläubige Indianer in den Provinzen von Südamerika genüssen,
ist nicht geringer als die geistliche. Eine Glückseligkeit, welche sich zwar viele an Pracht, Verschwendung und Wollüsten gewohnte Europäer bei diesen armen Völkern unmöglich werden einbilden könnten, die aber, wenn man sie nach den Grundsätzen der Wahrheit betrachtet, dennoch bei ihnen wirklich und vielleicht in einem weit vollkommeneren Grad als bei vielen europäischen Völkern anzutreffen ist. Meines Erachtens sind eine wohlgeordnete Freiheit, ein genugsamer Vorrat zur Speise, Trank, Kleidung und Wohnung, der gemeine Friede, die Gemütsruhe und Zufriedenheit, die wahre und echte Gründe, auf welchen die zeitliche Glückseligkeit eines ganzen Volkes beruht. Und es wurde schon angesprochen, die Musik, 5000 Partituren. Ich werde dann in der Zwischenzeit mal überlegen, wie viele Gottesdienste man damit hier gestalten könnte. Aber wir hören jetzt einen Ausschnitt aus einer Messe von Martin Schmidt, SJ, komponiert. Sina bona sus cepimus. Auf unserer Zeitreise kommen wir jetzt wieder zurück nach Deutschland. Es geht jetzt um Friedrich Spee. Herr Professor Wiegand. Wir kommen zu einem Enfant terrible, einem Schreckgespenst für den Orden selber, das zugleich aber in meinen Augen eines der edelsten Ergebnisse dieses Ordens gewesen ist. Friedrich Spee von Langenfeld, der entschiedene Verteidiger der Hexen, der Wohltäter der Menschheit, wie ich sagen will, geboren 1591, im selben Jahr wie Adam Schall zu Bell, in Kaiserswerth aus altrheinischem Adelsgeschlecht, das übrigens heute noch in einer gräflichen Linie existiert, hat er an dem hochberühmten Gymnasium Tricoronatum, dem Drei-Kronen-Gymnasium in Köln, seine Ausbildung schon in jesuitischer Obhut erhalten, ist dann dem Orden beigetreten, übrigens zum Missvergnügen seines sehr frommen katholischen Vaters, der lieber gehabt hätte, dass Friedrich Spee Jurist wird, hat wie ordensüblich die normalen Studien absolviert, hat als Lateinlehrer auch dieses ordensüblich an Jesuitenkollegien gewirkt, war dann als bedeutender Moraltheologe Professor unter anderem in Paderborn. Die erste Sensation kommt im Jahr 1631. Bei einem protestantischen Drucker in der protestantischen Universitätsstadt Rinteln erscheint ein auf den ersten Blick unscheinbares Buch mit dem Titel Cautio Criminalis, rechtlicher Vorbehalt gegen die Hexenprozesse. Der Autor nennt sich nicht auf dem Titel, als ganz schnell ruchbar wird, dass Friedrich Spee der Autor ist im Orden, sagt er, das Manuskript sei ihm gestohlen worden von Protestanten, die hätten es veröffentlicht. Er stehe aber zu dem, was in diesem Text stehe. Es ist das ganz entschiedene Eintreten für Damen, die als Hexen
auf den Scheiterhaufen geschickt wurden. Spee weiß, wovon er redet, denn er hat hunderte von ihnen als Beichtvater zum Tod begleitet. Später wird er von sich sagen, und Leibniz hat uns das überliefert, er sei bereits als junger Mann ergraut vor dem Grauen, das er da erlebt habe. Spee leugnet in diesem Buch, in dem er in leidenschaftlichem Latein, Sie dürfen es mir ruhig glauben, in leidenschaftlichem Latein, in dem in jedem Satz das Mitleiden, nicht das Mitleid, sondern das Mitleiden mit den Frauen, die als Opfer von Hexenverfolgern gestorben sind. In diesem Buch tritt er dafür ein, dass die Frauen von diesem furchtbaren Makel befreit werden. Dabei geht er ein hohes Risiko ein. Die entschiedensten Hexenverfolger stammen nämlich aus seinem eigenen Orden. Einer der wichtigsten Bücher, in dem ein jesuitischer Theologe, Altphilologe und Historiker dafür eintritt, so viele Frauen wie möglich unter Verdacht zu legen, weil das weibliche Geschlecht nun einmal dem Teufel sehr ergeben sei. Martin del Rio, der ist einer der einflussreichsten Männer seiner Zeit. Gegen den tritt, ihr kennt ihn sehr genau, gegen den tritt Friedrich Spee in die Schranken, um aufgrund seiner eigenen Erfahrungen nachdrücklich zu betonen, dass von den Frauen, die er zum Scheiterhaufen begleitet hat, die lebendig verbrannt wurden, nicht eine schuldig gewesen sei. Er könne nicht leugnen, dass es Hexen gäbe. Damit hätte er sich gegen die Kirchenlehre und gegen den Kaiser gestellt. Aber er habe keine einzige erlebt. Und er hat leidenschaftlich an die Fürsten Deutschlands, seiner eigenen Heimat, appelliert, sie mögen sehr, 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 sehr vorsichtig in der Verfolgung der Hexen sein. Und eines der schlimmsten Mittel, um Hexen zu ermitteln, ist die Folter. Was Friedrich Spee über die Folter zu sagen hat und ihre Wirkungen, ist vielleicht das zeitloseste und eindrucksvollste, was man überhaupt zu diesem Thema sagen kann. Die Folter wirkt so, dass ihr niemand widerstehen kann. Wir hören in deutscher Übersetzung von Hans-Martin Ritter aus dem Jahr 1939 einen Auszug aus der Cautio Criminalis, dem rechtlichen Bedenken wegen der Hexenprozesse. Ich frage, was ist von der Folter zu halten? Was ist von der peinlichen Befragung zu halten? Ich frage, ob es wahrscheinlich ist, dass sie häufig auch für unschuldige Gefahren birgt. Ich antworte. Die allenthalben angewandte Tortur ist ungeheuerlich und verursacht übermäßig furchtbare Schmerzen. Mit furchtbaren Schmerzen aber ist es so. Wenn wir ihnen dadurch entgehen können, dass wir dann scheuen wir nicht einmal den Tod. Es besteht also die Gefahr, dass viele der Gefolterten, um sich den Qualen der Tortur zu entziehen, ein Verbrechen gestehen, das sie gar nicht begangen haben. Und dass etliche sich irgendwelche Missetaten andichten, die ihnen von den vernehmenden Beamten eingegeben werden, oder die sie sich selbst schon vorher zu bekennen vorgegeben haben. Von mir selber muss ich bekennen, ich kann derartige Misshandlungen wenig ertragen. Ich würde mich sicherlich gleich von Anfang an jeder Missetat beschuldigen und lieber den Tod als solche Qualen hinnehmen, wenn man mich zur peinlichen Befragung schleppte. Umso mehr, als es, wie ich nach übereinstimmender Meinung der Theologen annehme, keine Todsünde ist, wenn man sich von Folterqualen gezwungen schuldig bekennt. Genau dasselbe habe ich von vielen sehr gewissenhaften Männern gehört, die sonst die schönste Standheftigkeit und glänzende Tapferkeit zeigen. Angesichts der Schwäche des Menschen und der Furchtbarkeit dieser Schmerzen haben sie sich auch nicht mehr als nur des menschlichen Verhaltens zu versprechen gewagt.
Deshalb, ich will nun zum Schluss kommen. Auf! Greift Kapuziner, Jesuiten, alle Ordenspersonen und foltert sie. Sie werden gestehen. Leugnen welche, so foltert sie 3-4 Mal, sie werden schon bekennen. Bleiben sie noch immer verstockt, dann exorziert, schert ihnen die Haare vom Leib. Sie schützen sich durch Zauberei, der Teufel macht sie gefühllos. Fahrt nur fort, sie werden sich endlich doch ergeben müssen. Wollt ihr dann noch mehr? So packt Prälaten, Kanoniker, Kirchenlehrer, sie werden gestehen. Denn wie sollen diese zarten, feinen Herren etwas aushalten können? Wollt ihr immer noch mehr? Dann will ich euch selbst foltern lassen und ihr dann mich. Ich werde nicht in Abrede stellen, was ihr gestanden habt. So sind wir schließlich alle Zauberer. Denn wir natürlich werden tapfer und standhaft und trotz so vielfach wiederholter furchtbaren Qualen zu schweigen wissen. Aber Friedrich Spee hat nicht nur die Cautio Criminalis geschrieben, sondern er war auch ein Poet. Er ist der erste große deutsche Dichter aus dem Jesuitenorden, der erste Dichter des Barock überhaupt von katholischer Seite, der bis heute in den Literaturgeschichten einen Ehrenplatz hat. Sein poetisches Hauptwerk ist die Trutznachtigall, die, wie er in der Vorrede sagt, trutz allen Nachtigallen schön singt. Er ist Patriot, ein deutscher Patriot, und schreibt als einer der ganz wenigen Jesuiten, die sonst eher in glänzendem Latein ihre Werke, auch ihre poetischen Werke, verfassen, schreibt als einer der ersten Jesuiten überhaupt in der Sprache seiner Heimat, dem Deutschen, Gedichte, von denen sie einige aus dem Gotteslob, einige sogar aus dem evangelischen Kirchengesangbuch kennen. O Heiland, reiß die Himmel auf. Zum Beispiel, wir werden eines gleich hören, das als Gotteslob sich gibt. Bedeutende Texte, denen man natürlich die barocke Patina noch anspürt. Das Kindlein dort vorkommen, würde man heute vielleicht als Verniedlichung ansehen. Für den Mann, der sein Leben riskiert hat, um Frauen zu schützen, ist das Jesuskindlein keine niedliche Puppe, ganz sicher nicht. Der weitere Lebenslauf unseres Mannes hat ihn gegen entschiedene Widerstände im Orden, man hat ihm gar nicht sehr gerne gesehen, dass er so exponiert für die Frauen eingetreten ist. Er hat sich geweigert, den Orden zu verlassen, obwohl man ihn dazu aufgefordert hat, wurde mehrfach strafversetzt, zur Bewährung übrigens auch an die Front. Er hat in der Grafschaft Peine die Rekatholisierung mit so großem Erfolg betrieben, dass ein Mordanschlag auf ihn ausgeführt worden ist, als er viele Lutheraner zum römisch-katholischen Glauben zurückführte. Viel genützt innerhalb des Ordens hat es ihm leider nicht. Er wurde weiter strafversetzt, ich nenne es strafversetzt, er wurde halt rumgeschickt, zum Beispiel auch nach Speyer. Sein Leben beschlossen hat er auf eine Weise, die seiner überaus würdig ist. Er wurde nach Trier in das dortige Jesuitenkolleg versetzt, um Moraltheologie zu unterrichten. Dass er ein bedeutender Gelehrter war, konnte man ihm schlechterdings nicht in Abrede stellen. Herrschte aber 1635 in Trier durch Belagerung durch die Franzosen während des Dreißigjährigen Krieges die Pest. Was tut Friedrich Spee? Er geht wieder an die Front als Seelsorger, sowohl als auch als Krankenpfleger, widmet er sich der Pflege der Pestkranken und kommt dabei ums Leben. Als 44-Jähriger beschließt er sein Leben. Sein Schüler Wilhelm Friesen, ein großer katholischer Verleger in Köln, hat seine drei Hauptwerke schließlich 1649 nach dem Tod seines Lehrers Friedrich Spee publiziert, nämlich die Trutznachtigall, das Güldene Tugendbuch, ein wunderbares Erbauungsbuch für Damen, und schließlich auch unter der Hand sogar die Cautio Criminalis, die er nicht hätte drucken dürfen.
Friedrich Spee ist dann vergessen worden für einige Zeit, im 19. Jahrhundert wiederentdeckt worden. Und es gab eine Spee-Gesellschaft, die es gewagt hat, sogar in Rom den Antrag auf Seligsprechung ihres Namensgebers, nämlich Friedrich Spee von Langenfeld, zu stellen. Ich habe mich, muss ich sagen, über meine eigene Kirche sehr geärgert, dass man dieses Ansinnen, den großen Helfer der Menschheit selig zu sprechen, damit abgelehnt hat, er werde nur von Intellektuellen geschätzt, nicht aber von der breiten Masse der katholischen Gläubigen. Pater Holter, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt etwas tue, was ich eigentlich nicht dürfte. Ich spreche eine Fürbitte aus. Seliger Friedrich Spee, bitte für uns. Vielleicht hört er es. Wir hören ein Gedicht aus der Trutznachtigall. Anleitung zur Erkenntnis und Liebe des Schöpfers aus den Geschöpfen. Das Meisterstück mit Sorgen, wer nur will schauen an, ihm freilich nicht verborgen, da Meister bleiben kann. Drum wenn, wer nun heut und morgen erd Himmel schauet frei, denkt nach mit gleichen Sorgen, wer jeder Meister sei. O Mensch, ermess im Herzen dein, wie Wunder muss der Schöpfer sein. Von oben wird uns geben das Licht und Güldenschein, in stetem Lauf und Leben sohn Mond und Himmel sein. Des Tags bis auf den Obend die Sonn gar freundlich lacht, zu Nacht der Mond Gott lobend führt auf die Sternenwacht. O Mensch, ermess im Herzen dein, wie munter muss der Schöpfer sein. In etlich tausend Jahren fiel tausend Sternen klar, kein Herrlein sich verfahren, gehen richtig immer da. Wer deutet in die Straßen, wer zeiget in die Weg, das nie nit unterlassen, zu finden ihre Steg. O Mensch, ermess im Herzen dein, wie Wunder muss der Schöpfer sein. Ich glaube, nach dieser Poesie dürfen wir uns freuen auf ein Orgelstück von Johann Sebastian Bach. Und auch für ihn gilt, was am Ende gelesen wurde: O Mensch, ermess im Herzen dein, wie Wunder muss der Schöpfer sein. Ja, wir wundern uns alle über die umfangreiche Sachkenntnis, was den Jesuitenorden angeht, unseres Gastes, Herrn Professor Hermann Wiegand. Und neulich ist er eigens nach Ludwigshafen gefahren, um von dort aus rüberzukommen. Er schreibt dann in einem Artikel:
Wer von Ludwigshafen kommend die Silhouette Mannheims in den Blick nimmt, stößt unweigerlich auf das Profil der Jesuitenkirche, die mächtig in den Himmel ragt. Sie kann als Wahrzeichen des spätbarocken katholischen Mannheim gelten, das wesentlich seit 1685 von der katholischen Dynastie Pfalz-Neuburg bzw. Pfalz-Neuburg-Sulzbach des Hauses Wittelsbach bestimmt wurde. Lieber Herr Wiegand, warum sind denn die Jesuiten nicht in Heidelberg geblieben? Die waren ja in Heidelberg, aber Mannheim war natürlich Fürstensitz. Und Karl Philipp von Mannheim war ja Fürstensitz und Sitz schon Karl Philipps. Und Karl Philipp, der vorher ja Statthalter in Innsbruck war, hatte eine enge Beziehung zu dem Jesuitenorden. Und es war selbstverständlich, dass sie in Mannheim, nachdem dort die Residenz des Kurfürsten aufgeschlagen wurde, im heutigen Schloss, dass sie dort ein eigenes Kolleg errichten würden, das bis heute übrigens einen Nachfolger hat. Das Karl-Friedrich-Gymnasium stellt sich in seiner Tradition, in die Tradition des Jesuitenkollegs, einer glänzenden Schule, die bis zum Untergang des Jesuitenordens 1773 in jesuitischer Hand gewesen ist. Die Jesuiten waren in Mannheim eine ganz wichtige Institution. Auch übrigens in der Pflege der Kranken, wie bei Friedrich Spee, und in der Pflege der Bedürftigen. Genau, Debillon, die Debillonsche Bibliothek ist europaweit bekannt. Ja, und natürlich, es gab auch Wissenschaftler, also Pater Meyer, der hat an der Sternwarte gewirkt, und ein Pater Alexander Keck, der hat einen Musikus entdeckt, der, man könnte sagen, weltberühmt geworden ist, Josef Martin Kraus, der Mozart des Odenwaldes. Und dabei hat es fast ärmlich begonnen. Die Jesuiten hatten das ehemalige Waschhaus in der Kalten Gasse, also die Kalte Gasse ist die Verlängerung der Jesuitenkirche hier zu den englischen Fräuleins, beziehungsweise zu den Ursulinen. Und dort hat dann also dieser Pater Keck Studentinnen, nee, damals noch nicht, gell? Studenten zusammengerufen und sie ausgebildet. Ja, und es war wirklich ärmlich und er hat da also geschrieben, also an den Kurfürsten, man möge Korn und Brot und Bier und etwas Holz liefern und Wein, damit die zarten Stimmen zum Lob Gottes in der neuen Kirche desto besser klingen. Ja, und so hat dieser Keck, dieser Pater Keck, Josef Martin Kraus aus Miltenberg, entdeckt, ihn gefördert und er wurde dann zum Chef der schwedischen Hofkapelle in Stockholm. Haydn nannte ihn eines der größten Genies, die ihm je begegnet sind. Er hat viel komponiert, unter anderem auch geistliche Werke. Und wir hören jetzt aus dem Requiem das Kyrie. Thank you.
Mit dieser Gemeinde, mit Mannheim, ist natürlich ein Name verbunden, Pater Alfred Delp. Geboren 1907 in Mannheim, Jesuit seit 1926. Er war als theologischer und soziologischer Redakteur der von den Jesuiten herausgegebenen Zeitschrift Stimmen der Zeit in München tätig. Er gehörte zum Kreisauer Kreis, einer Gruppe von Intellektuellen und Politikern, die in Opposition zum Nationalsozialismus Gedanken zu einer künftigen Gesellschaftsordnung entwickelten. In Verbindung mit dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wurden die Mitglieder des Kreises verhaftet. Alfred Delp wurde am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Pater Delp, eine großartige Figur und Person, ähnlich wie Friedrich von Spee. Eine Büste auf dieser Stele, die Sie sehen, erinnert an ihn. Der Künstler Karl-Heinz Oswald hat sie geschaffen. Und ganz knapp auf der Seite steht Jesuit, Sozialkritiker, Widerstandskämpfer, geboren am 15. September 1907 im Luisenheim hier in G7, getauft am 17. September in der Oberen Pfarre, hingerichtet, wie gesagt, am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee. Aber was diesen Menschen zu innerst bewegt, davon gibt Zeugnis ein Brief an sein Patenkind, geschrieben 1945 am 23. Januar, also ein paar Tage vor seiner Hinrichtung. Und ich freue mich, dass ich zum Lesen gewinnen konnte, Herrn Dr. Peter Kern, er ist Vorsitzender der Alfred-Delp-Gesellschaft hier in Mannheim. Lieber Alfred Sebastian, es ist viel, was ein Mensch in seinem Leben leisten muss. Fleisch und Blut schaffen es nicht. Wenn ich jetzt in München wäre, würde ich dich in diesen Tagen taufen. Das heißt, ich würde dich teilhaft machen der göttlichen Würde, zu der wir berufen sind. Die Liebe Gottes, einmal in uns, adelt und wandelt uns. Wir sind von da an mehr als Menschen. Die Kraft Gottes steht uns zur Verfügung. Gott selbst lebt unser Leben mit. Das soll so bleiben und immer mehr werden, Kind. Daran hängt es auch, ob ein Mensch einen endgültigen Wert hat oder nicht. Und er wird ein wertvoller Mensch werden. Ich lebe hier auf einem sehr hohen Berg, lieber Alfred Sebastian. Was man so Leben nennt, das ist weit unten, in verschwommener und verworrener Schwärze. Hier oben treffen sich die menschliche und göttliche Einsamkeit zu ernster Zwiesprache. Man muss helle Augen haben, sonst hält man das Licht hier nicht aus. Man muss gute Lungen haben, sonst bekommt man keinen Atem mehr. Man muss schwindelfrei sein, der einsamen, schmalen Höhe fähig. Sonst stürzt man ab und wird ein Opfer der Kleinheit und Tücke. Das sind meine Wünsche für dein Leben, Alfred Sebastian. Helle Augen, gute Lungen
und die Fähigkeit, die freie Höhe zu gewinnen und auszuhalten. Das wünsche ich nicht nur deinem Körper und deinen äußeren Entwicklungen und Schicksalen. Das wünsche ich vielmehr deinem innersten Selbst, dass du dein Leben mit Gott lebst, als Mensch in der Anbetung, in der Liebe, im freien Dienst. Es segne und führe dich, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, dein Patenonkel Alfred Delp. Das habe ich mit gefesselten Händen geschrieben. Diese gefesselten Hände vermach ich dir nicht, aber die Freiheit, die die Fesseln trägt und in ihnen sich selbst treu bleibt, die sei dir schöner und zarter und geborgener geschenkt. Ja, wir sind im Heute angelangt. Gewiss, die Geschichte der Jesuiten mag eine hinkende sein, mit Licht und Schatten. Aber sie lebt wie jede Gesellschaft, finde ich, von Menschen mit aufrechtem Gang. Der niederländische Jesuit Franz van der Lucht verbrachte den größten Teil seines Lebens in Syrien und er galt dort als Mann des Friedens und des interreligiösen Dialogs. Geboren wurde er 1938 in einer Bankiersfamilie in Amsterdam. Nach seinem Abitur trat er in den Jesuitenorden ein und lernte im Studium schon Arabisch und war ab 1966 immer wieder in Syrien, wurde 1971 zum Priester geweiht und kam nach Homs. Von dort aus baute er ab 1980 auf einem Landgut außerhalb von Homs das Zentrum Al-Ard. Es war eine Schule mit Internat für Kinder mit Behinderungen. Und nicht nur das, es war auch ein Erwachsenenbildungs- und ein geistliches Zentrum. Sein Ziel war es, die Menschen in all ihren Unterschiedenheiten durch gemeinsame Erlebnisse zusammenzubringen. Ich sehe keine Muslime oder Christen, sagte er. Ich sehe nur Menschen. Mit denen wanderte er oft tagelang durch ganz Syrien und sprach dabei von Christus, aber auch von anderen geistlichen Schriften. Dabei beeindruckte er durch seine Spiritualität, aber auch durch seine Ausdauer. Während des Bürgerkrieges schließlich versuchte er, zwischen Rebellen und der syrischen Regierung zu vermitteln. Er war ein Mann, der in allen Kreisen seine Bekanntschaften hatte. Für viele Menschen, die ihre Behausungen durch die Bombardements verloren hatten, wurde die Jesuitenniederlassung von Homs zum Zufluchtsort. In Videobotschaften wandte sich Pater Franz mit eindringlichen Appellen an die Außenwelt. Er sagte, die Menschen werden wahnsinnig vor Hunger. Sie bekommen Panikattacken, Paranoia, psychotische Schübe. In den Straßen sind die Gesichter fahl, die Körper kraftlos. Ich kann nicht akzeptieren, dass sie verhungern, dass die Wellen des Todes uns alle unterpflügen. Nach der Evakuierung von Homs durch die UNO wollte er bei den verbleibenden Bewohnern ausharren. Ich habe die Menschen hier in Homs in all ihrer Großzügigkeit
erlebt, sagte er in einer seiner letzten Videobotschaften aus der belagerten Stadt. Ich habe mit ihnen die guten Zeiten geteilt, nun teile ich den Schmerz mit ihnen. Am Morgen des 7. April 2014 drangen bewaffnete Männer in die Jesuitenniederlassung ein, zerrten ihn auf die Straße und erschossen ihn. Die Hintergründe und Motive der Tat blieben im Dunkeln. Die Menschen und besonders die Christen von Homs und Syrien verehren ihn als ihren Heiligen.